So eine Kabelschere, die ist mir neu, aber die ist richtig gut. Also, ja, man kann damit erstmal Kabel normal abtrennen. Ganz klar, zack, hier so durch oder hier vorne, wie auch immer ihr wollt. Damit kannst du auch Papier schneiden oder Pappe schneiden. Geht natürlich genauso. So, was hat man dann? Dann hat man hier einen Abisolierer noch. Für die unterschiedlichen Kabelquerschnitte, die sind auch noch angezeigt. 0,75 ist nicht dabei, da nehmen wir mal einen Millimeter, das ist auch okay. Genau, sie ist verschraubt, das ist gut, also man kann sie zur Not auch mal auseinandernehmen. Sie hat eine verzahnte Schneide, dass rutschige Materialien oder so da nicht rausrutschen, das ist auch gut. Genau, so, und dann gibt es hier noch eine für Kabelschuhe, eine Verpressung. Das kann ich euch nicht empfehlen. Ich probiere das auch gar nicht mehr aus, weil das ist schon nicht so, wie es sein soll. Der Rest ist aber richtig gut. Und am besten ist dabei hier diese Rundung. Da kannst du einfach diese äußere Isolierung, wo du dann mit dem Cuttermesser und so ganz leicht, zack, einmal rumdrehen und dann hast du den Kram ab. Das ist gut. Richtig gut. So, und dann, um mal eben gucken, wo ist hier eins, da. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Der immer darunter, also müsste es der sein. Zack. Ja, doch, das geht. Ist halt 0,75. Ha, 0,05er geht auch. Habe ich eine Ader erwischt? Nein, habe ich nicht. Ja, ey, das Ding ist gut. Was habe ich da sonst noch zu sagen? Nichts. Ist das Stainless? Weiß ich jetzt gar nicht. Mal eben testen noch. Ist ganz gut magnetisch, das weiß ich jetzt nicht. Heißt nicht immer unbedingt was. Was wir noch mal eben gucken können, ist das Gewicht. 240 oder 236 Gramm, das ist auch völlig okay. Also von mir gibt es dafür, ach so, und noch so eine kleine Tasche für den Gürtel. Auch noch ganz praktisch. Für die wirklichen Elektriker oder so. Ich weiß nicht, ob richtige Elektriker damit rumrennen. Würde mich wundern, wenn nicht, weil die ist tipptopp. Ach so, hier ist noch was zum Verschließen natürlich. Wenn man hier aufgeht. Also von mir absoluten Daumen hoch für das Ding.